Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Together Smaragd Part 62, Leute, es geht weiter. Wow, wer hätte das denn gedacht? Ja, wir sind Deutschbuch, machen wir das Lichtschild direkt wieder kaputt und bam. Zack. Ja, vielleicht ein paar Erklärungen. Den Part hatte ich ursprünglich schon mal vor, ja, anderthalb Monaten oder so aufgenommen. Damals war es noch relativ strange Part gewesen. Und hier passiert gleich direkt der erste Fail. Cool. Ja, hier bin ich wieder. Und, ein Tangolist kommt. Er hatte den Part schon mal vor anderthalb Monaten aufgenommen. Damals ein relativer Rage Part. Und sich auch ein bisschen lockerer, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an Let's Parade World's Rage Park, der meines Erachtens total sinnlos war, aber egal, gut. Nicht weiter sprechen. Warum ist da die lange Pause? Ganz einfach, der Kini-Mod ist einfach so verschwunden, ohne uns zu sprechen. Also super unzuverlässig. Und genau deswegen konnte es einfach so lange nicht weitergehen, also sollen wir machen. Für mich ist also hier gerade nichts überraschend, dass alles ein bisschen zerstört ist und so. Ich werde das Ganze jetzt hier super schnell alles fixen. Mal schauen, ob ich das Onscreen sogar komplett mache. Übrigens nutze ich auch deswegen Schaufler, weil mein komplettes Team nicht dabei ist. Also ich sehe keinen Grund, weiter die Siegestraße zu machen. Ja, also keine Sorge, wir sind nicht verstritten. Gerade Let's Play wird und ich sind nicht verstritten, weil wir machen ja auch das Bloody Platin tut jetzt was zusammen. Und das haben wir danach gestartet zusammen. Ja, das Projekt hier geht jetzt gegen Ende. Es gab dann immer Überlegungen, wie machen wir es weiter? Machen es denn nur Let's Play Retro World und ich weiter? Wir wussten einfach nicht, was mit Kini-Mod los ist, weil, wie gesagt, der Junge ist einfach verschwunden. Konnte auf YouTube kommentieren, aber uns nicht Bescheid geben, was los war. Ja. Was ist halt leicht blöd? Hier irgendwo müsste noch mal ein Mobsmon sein. Okay, wo ist es? Ah, ja, gut. Einmal ringsrum. Nehmen. Und wie gesagt, er war halt irgendwie nicht in der Lage gewesen, uns Bescheid zu sagen, aber konnte kommentieren. Es war halt alles ein bisschen blöd. Aber das Problem ist, wie gesagt, jetzt gefixt. Wir machen es jetzt zu dritt fertig. Das Projekt ist ja auch schon fast zu Ende. Und ja, warum drehen wir das Ganze nochmal neu? Das wissen wir in meinem alten Part habe ich zum Beispiel ganz andere Sachen noch angekündigt. So bin ich damals. Ja, hier findet man eine Herzschirbe, ist nämlich halt hierher gelaufen. Und jetzt die Frage, wo war noch die zweite Herzschuppe? Das weiß ich auf einen Satz gar nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir erstmal Gedankengut bekommen. Machen wir hier oben. Relativ einfach. Ach, ah ja, stimmt, wir haben ja immer noch jemanden das PC. Diesen Quest könnten wir ja auch einfach mal erledigen. Nur mit der Frau hier sprechen. Oh, hallo, wer bist du? Du heißt Link? Hier sehe ich schon, du bist ein Trainer. Und das bedeutet, du nutzt das Pokémon-Lagersystem, das ich entwickelt habe. Ich bin durch sämtliche Deduktion sieben Schluss gekommen. Du hast mich angesprochen, weil du diesen PC arbeiten willst. Ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Nanette. Ich bin ehrlich erfreut, dich kennenzulernen. Ich freue mich, dass du das Lagerungssystem benutzt. Wenn du magst, such mich doch mal. Ich wohne in Hütte 114. Okay. Es ist immer noch jemand ins PC, gut, dann ist es noch nicht fertig. Und auf jeden Fall war es am Anfang so gewesen, dass ich dort noch andere Projekte angekündigt habe. Unter anderem Together mit Kini-Mod, aber das wird jetzt alles ein bisschen anders werden. Das ist nicht mehr mit Kini-Mod. Egal, wir sind nicht verstritten oder so, sondern einfach nur, er hat jetzt nicht mehr die Zeit dazu und wir gehen jetzt quasi Let's Play technisch, wir sind erstmal andere Wege. Oh, Link, entschuldige, dass es hier so chaotisch aussieht.
Immer wenn ich forsche, vergesse ich aufzuräumen. Das ist echt peinlich. Erzähl das bloß niemandem. Ich gebe dir auch dieses hier. Diese Logik, ja, dumme Puppe, die brauchen wir überhaupt nicht. Soll ich dir einige Hinweise im Proben- und Lagersystem geben? Solltest deine Pokémon und Box gut, deine Boxen gut verwalten, damit du weißt, welche Pokémon sich in welchen Boxen befinden. Ja, die Aufgabe jetzt auch erledigt. Ich überlege gerade, wo wir logisch weitermachen können. Ja, dass wir hier auch noch nicht waren, ist auch so eine Sache. Oh Mann. Aber ich sage mir, es war halt unser erstes Projekt und ich glaube, jeder von uns weiß, dass es schon besser geworden als damals. Also wenn ich das Projekt jetzt nochmal drehen würde, würde ich ja auch einiges anders machen. Aber so ist das. Wird ja auch ein zweites Gather von mir geben, aber mit komplett anderen Leuten. Könnt ihr euch auch schon mal drauf gefasst machen. Aber das werde ich eh noch in einem Intro-Video ankündigen. Und hier ist die zweite Herzschuppe. Na, haben wollte. Damit können wir jetzt alles wieder reparieren. Das Ritual für Mist gebaut hat. Geht's wieder hier hoch. Dann Laubwechsel weit. Statt jemanden PC steht jetzt dort Lanettes PC. Ist das endlich auch erledigt. Und hier können wir uns wieder vergessene Attacken zurückholen. Und zwar, ja, genau. Einmal von Hoppla. Und Hoppla soll Gedankengut lernen. Und vergisst dafür natürlich Erholung. Also Erholung ist total Spaß auf sie, weil sie stirbt sowieso an allem. Super. Und natürlich nochmal das Ganze. Und zwar bei Mopsmon. Mopsmon soll wieder Hagelsturm erlernen. Weil ohne Hagelsturm hätte auch Blizzard gar keinen Sinn. Und dafür geht natürlich die absolut schlechte Aquawelle raus. Also das braucht kein Mensch. Dann ist auch das wieder repariert. So. Mir fällt gerade auf, dass ich da runtergegangen bin, war. Ist jetzt totaler Schwachsinn, weil ich muss jetzt sowieso nochmal dorthin. Aber so ist das manchmal. Selbst nicht reingedacht. Und so. Okay. Ja, ich bin aufgeregt, dass ich noch Soundprobleme gehabt. Ich habe die ganze Zeit einfach nicht den Sound laut bekommen und es war immer kein Ingame-Sound da. Und ich habe mich immer gewundert, ja, warum liegt das nur? Und zwar war mein Emulator hat sich nur, wirklich nur bei dieser ROM hier auf Mute gestellt. Und nicht nur, wenn ich die ROM geladen habe, sondern auch nochmal, wenn ich einen Save State geladen habe. Das hat mich natürlich total irritiert. Und ja, das hat irgendwie so über eine Stunde gedauert, das rauszufinden, woran es jetzt ganz genau lag. Ach, Emulator neu installiert und den ganzen Kram. Aber jetzt funktioniert's. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwelche Trainer nicht erledigt sind oder so, weil teilweise sind die Leute ganz schön durchgerannt. Ja, ursprünglich hätten wir ja mal ohne Schutz gespielt, mittlerweile fast nur noch mit Schutz. Wir möchten diese Tradition jetzt hier mal nicht brechen. Ich habe keine Kaskade bei mir. Lol. Oder habe ich Kaskade bei mir? Mich doch jetzt schwer wundern. Ja, hab ich natürlich nicht bei mir. Okay, Leute, gut, dann gibt's hier einen ganz kleinen Cut und wir sehen uns dann direkt wieder. Also bis gleich, ciao. Und hier bin ich auch wieder. Ich habe Kinnisurf geholt. Okay, wurde dir gerade Dongo-Rad angezeigt fürs Surfen? Hallo Dongo Surfer? Warum? Okay. Das war ich auf jeden Fall nicht gewesen. Ich sehe jetzt schon kommen, wie irgendwie. Ich, naja, wird noch schuldig gemacht, also keine Ahnung. Also ist doch ziemlich blöd, ihn das beizubringen. Also ich bin gerade etwas irritiert, um ehrlich zu sein. Ja, Eisenschweif, boah, die schlimmste Themen ever.
Ja, wer das Migetto schon eine Weile guckt, weiß, warum ich diese TM mittlerweile hasse. Weil der Kinemod hat, selbst wenn er Gegner nur noch 1 KP hatte oder so, unbedingt Eisenschweif benutzt, obwohl Eisenschweif nur 70% Treffchance hat. Der Gegner auf ihn einen Sandpöbel macht und er beschwert sich, dass er nicht trifft. Ja, das war halt nicht so immer clever gewesen. Also ist das. Übertragung vorne gepackt. Wir haben ja Fliegen, machen wir Fliegen auf Hayama und Aeroas auf ja, Meditevis. Genau. Stärkt seinen Fokus, das ist natürlich ungünstig. Will nämlich Power Punch machen. Und wir treffen den diese Runde auch nicht. Haben wir jetzt nichts gegen machen, kommt der Power Punch. Aber geht zum Glück daneben. Und er will wieder Power Punchen. Wir machen das gleiche nochmal. Schutzschild geht nicht, sehr schön. Ach, ich schütze ihn einfach langweilig. Aber, ja. Also, ich denke mal, trotzdem ist das Let's Play durchaus in Ordnung. Es ist vielleicht nicht das Beste, das stimmt schon. Aber ich denke mal, man kann das schon gucken. Und bitte vergesst doch nicht, das war von uns allen das erste Let's Play. Na, also, ich meine, ist halt am Anfang noch nicht so gut. Und wir sollten es auch nicht übel nehmen, wenn wir dort neben Let's Play auch viel Mist gebaut haben oder so. Also. Ich meine, man ist doch da, um sich zu steigern oder einfach nicht. Und am Anfang macht doch jeder das nicht so gut. Ja, was mache ich hier? Fragen jetzt einige. Und zwar kann man hier A Kindwurm fangen, aber B kann man hier vor allem aber auch. Wir treffen hier auch mit Erdbeben für unser eigenes Pokémon, okay? Ich dachte, das ist noch nicht so. Na gut, das habe ich mir etwas anderes vorgestellt gehabt. Ja, okay. Umgelaufen. Aber wir können uns nämlich auch hier die TM Drachenklaue holen und Dragmon entwickelt sich nämlich bald zu Libellramon. Und dann können wir den schönen Drachenklaue beibringen. Bla 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 bla. Ach, diese Telefonnummern, die sind einfach nur nerven in der dritten Generation. Habe ich ja mal einen Drachentrainer. Und jetzt ist der Champion ab und an trainiert und ja, hier müssen wir später nochmal zurück. Ich glaube, hier ist einer von zwei Drachentrainern in der kompletten Komplettsmarkt gibt. Ach, wir haben ja keinen Feuerodem mehr. Toll, das war jetzt sehr effektiv gewesen. Ja, das hat er ja auch rausgemerkt, obwohl es eigentlich absolut in Ordnung ist. Hier ist etwas blöd. Da habe ich jetzt keine Chance hier mit Dragon was zu machen. Feuerodem wäre ideal gewesen. Es tut mir leid, dass er gerade kurz reingeblinkt ist. Das. Sorry für den komischen Cut. Das lag einfach daran, dass ich aus Versehen meine Maus gekommen bin. Um mal zu beschreiben, mit dem Emulator etwas anders, nicht mit dem Nutzer. Da kann ich gerne mal aus Versehen die Aufnahme quasi unterbrechen. Etwas blöd, aber na gut. Deswegen hier der kurze Cut. Sorry dafür. Und ich lasse eigentlich ungern solche Schnittfails drin, deswegen. Aber ich habe ja nichts weiter gemacht, außer das Pokémon auszutauschen. Und was sollte reinbringen? Ist ja egal. Mopsman macht das schon fertig. Noch ein Altaria. Bodyguard wird ihn auch nicht helfen. Er kann es nicht mehr einfrieren, aber ich denke mal, ein Eisstrahl wird ihn one-hitten. Halt vierfache Schwäche. Genau. Wie zu erwarten, down. Okay, super. Das freut mich doch. Oh nein, ich möchte nicht seine Telefonnummer haben. Das ist wirklich sowas, was hier so schlimm ist. So, jetzt hier nicht falsch runterspringen, sondern wir wollen natürlich hier rein. Und jetzt nochmal zwei Wege. Wohl natürlich auch noch das Item, was man jetzt nicht unbedingt braucht. Das war hier unten. Das heißt, unbedingt brauche ich glaube Mafia Plus oder so. Das ist ganz so nah. Ja. Also doch Top-Item. Genau.
Ja, ganz kurz irgendwie Sonderbonbon im Kopf gehabt, aber nee, von Afri Plus. Warum der Dongo Surfer kann, ich habe keine Ahnung. Und in diesem Raum könnt ihr Kindwurm fangen. Wirklich nur in diesem Raum. Schutz wirkt nicht mehr. TM Drachenklaue. Die wollten wir da haben. Dann können wir nämlich direkt wieder rausschaufeln. Und ich werde jetzt ein bisschen offscreen gehen, ein bisschen trainieren, weil ich möchte, dass sich noch in diesem Part Libeldra und Mobsmon entwickelt. Also mein Drachenmon und Mobsmon sich entwickeln. Nur damit ich halt die Entwicklung mit euch durchmachen kann, Drachenklaue beibringen kann und so weiter und so fort. Das Training werde ich hier in Grafschmidt City in der Siegestraße machen. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mein Team trainiert habe. Also Leute, dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, Leute, hier bin ich wieder. Und zwar befinden sich sowohl Mobsmon als auch Drachenmon kurz vor der Weiterentwicklung. Und deswegen bin ich jetzt wieder drin. Und das wird wohl direkt auch reichen für die Entwicklung von Mobsmon. Ja, es reicht. Und Mobsmon. Mega Digitation zu Wallreisermon. Wallreisermon Level Mega Typ Zero Attacke Eiseskälte. Ja, damit ein Wallreiser. Gucken wir uns doch mal ganz kurz die Werte von Wallreiser an. Nämlich eigentlich ganz cool. Massig KP, gute Verteidigungswerte, guter Spezialangriff. Insgesamt sehr solides Pokémon. Ja. Und jetzt noch Dragmon. Hat auch ganz kurz vor der Entwicklung einen Kampf. Wir bekommen hier das Level ab. Okay. Ja, und dann kommen wir gleich direkt eine sehr effektive Attacke. Und zwar Erdbeben. Ach, natürlich, wir haben uns mal gelangweilt. Ja, war nicht so klar. Nochmal Erdbeben. Ja. Und down ist es. Sehr schön. Und auch das reicht. Dragmon Mega Digitation zu Libeldramon Level Mega Typ Zero Attacke Drachenklaue. Ja, sehr schön. Drachenklaue müssen wir eigentlich erst noch beibringen via TM. Was wir auch direkt machen werden, deswegen habe ich die auch geholt. Und ja, Drachenmon. Drachenklaue zu erlernen. Welche Attacke soll vergessen werden? Natürlich Doppelteam. Doppelteam raus. Und ich hoffe, dass wir dafür noch ein. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein AP Plus. Und ja, haben sogar zwei Apikus, sehr gut. Nein! Oh, fail. Naja, gut. Es wurden die AP von Hyperstrahlen gehoben, das wollte ich natürlich nicht. So kann es passieren. Zur Orientierung hier an meine Mitstreiter, das AP Plus wollte ich auf Erdbeben setzen. Dann werde ich auf jeden Fall vor der Pokémon-Liga nochmal einen AP Plus aussuchen, weil wir brauchen auf jeden Fall mehr AP auf Erdbeben. Ja, nun gut, Hyperstrahl wird es auch behalten, von daher ist es nicht so wild, aber es hätte natürlich nicht sein müssen. Okay, gut. Ah ja, genau, wir wollen noch Sexy Hexy mitnehmen, wegen... wegen Blitz. Deswegen legen wir wieder
Wir Pokémon hier ab, brauchen wir überhaupt nicht. Und nehmen. Ich glaube zumindest das sexy Hexer-Konto, oder? Ah, schauen wir uns noch mal ganz kurz an. Bericht. Ja, genau, es kam jetzt. Nehmen wir sexy Hexe mit. Und lassen Lesperetro World in der Pokémon Liga zurück. Also wir wollten uns ja ganz kurz auch Libeldramon vielleicht noch angucken. Schauen wir uns zum Beispiel die Werte hier an. Wieder gute HP-Werte, guter Angriffswert, tolle Initiative natürlich. Und ja, da muss man dazu wohl nicht sagen. Jedenfalls starkes Pokémon. Und dann denke ich mal schauen, nicht. Ich denke mal, der nächste Part wird schon Pokémon-Liga sein. Vielleicht bin ich auch vorher nochmal dran, mal schauen. Okay, Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wie gesagt, das Projekt ging jetzt weiter. Es ist fast zu Ende. Das sind vielleicht noch wirklich nur eine Handvoll Parts noch. Und ich hoffe, ihr seid damit dabei. Dann bis zum nächsten Mal. Ich war der DSD Steve und ciao.